Lumpenroman mit 110 Seiten, habe ich mir gedacht, schnappst du dir, liest es. Es ist eine vollkommen verrückte, surreale Geschichte, die mir sofort gefallen hat. Es geht um eine junge Frau, Bianca, in Rom lebend, die zusammen mit ihrem Bruder ein ziemlich eigentümliches, kleines Glaskuppelleben führt. Und dann kommen plötzlich zwei Bekannte des Bruders, nisten sich bei den beiden ein. Und diese vier planen einen ziemlich schrägen Coup. Sie wollen nämlich einen Bodybuilder, ein alter Mann, der früher Darsteller in Gladiatorenfilmen in den 50er Jahren war, kennenlernen, allerdings nur mit einem ziemlich fiesen Ziel, sie wollen an sein Geld. Diese beiden schrägen Bekannten haben gehört, dass dieser Bodybuilder eine große Geldsumme in seinem Haus versteckt hat. Das Quartett benutzt Bianca, um in das Haus des Bodybuilders zu kommen. Das gelingt ihr auch. Nur was dann passiert, ist etwas, was man sicherlich aus anderen Romanfilmen kennt. Sie schließt eine Art Freundschaft mit diesem eigentümlichen alten Mann. Aber was sich dann dort in dem Haus entwickelt, ist wirklich fernab von allem, was ich so bisher in Kriminalromanen gelesen habe. Es ist wie ein surreales Bild, ein Traum. Mit ein bisschen Abstand zum eigentlichen Lesen vom Lumpenroman wird mir immer deutlicher, dass die einzige reale Sequenz, die ich in diesem Buch vorgefunden habe, die Freundschaft zwischen Bianca und dem Bodybuilder ist. Alles andere wirkt für mich zunehmend wie ein Traum. Und das ist so passend, das ist einfach schön.